Gleich treffe ich mich mit Jannik Deichmann auf ein kleines Experiment und lasse ihn dabei eure Fragen beantworten. Das seht ihr jetzt in der zweiten Folge der Blue Box, präsentiert von Die Bayerische. Servus, Jannik. Servus. Eine Begrüßung auf Bayerisch. Für dich hat sich ja auch viel geändert. Neuer Verein, neues Umfeld. Und deswegen wollen unsere Fans auch natürlich von dir ganz viele Sachen wissen und wollen dich einfach auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür haben wir uns ein paar kleine Challenges für dich überlegt und haben vielleicht auch noch die ein oder andere Frage an dich. Und da würde ich sagen, vielleicht schaust du gleich mal in die allererste rein. Ja, dann nehme ich einfach mal was raus, oder? Mal was raus. Und wir schauen doch einfach mal gemeinsam drauf. Das kam dir ja bekannt vor wahrscheinlich als Hamburger Jung. Klar, der Hamburger Hafen, Kaffeemischung, Speicherstadt. Mir ist zu Ohren gekommen, du bist ein großer Kaffeeliebhaber. Absolut richtig, ja. Absolut richtig. Kann man sogar als Kaffee-Junkie bezeichnen, ja. Wirklich? Ja, nee, ich liebe Kaffee. Ist der gut? Das passt super. Ja, tatsächlich. Also aus der Speicherstadt, das ist ja eh eine richtig schönes kleines Örtchen dort in der Hafen City und da machen sie auf jeden Fall einen super Kaffee. Jetzt haben wir noch ein paar Utensilien vielleicht. Ich helfe dir auch gerne ein bisschen. Das, ehrlich gesagt, macht man daraus Kaffee? Ich frage mal den Kaffeeliebhaber. Also so habe ich das ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Wir haben ein paar Zutaten. Das ist Wasser. Ja. Das ist Kaffee. Und das ist Spiritus, lieber Jannik. Sehen natürlich, muss man mal schauen, dass die Hitze natürlich so wie wenn man das beim Espresso macht, den typischen italienischen, natürlich von unten dann aufkocht. Natürlich dann denke ich mal, dass man das von unten macht. Ich bin ja der klassische, mach die Kaffeemaschine an und dann läuft das. Ob das jetzt so, ich müsste mal hier rein, gell? Also das ist... Wir probieren es, das ist ein Experiment und wenn es nicht klappen sollte, habe ich noch einen Plan B, wie wir einen Kaffee bekommen. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis dahin interessiert mich und unsere Fans natürlich schon, wie war der Umstieg, sagen wir mal, die Umgewöhnung für dich als echter Hamburger? Hast ja jetzt dann auch zuletzt bei Lübeck im Norden gespielt und jetzt hier so das erste Mal in Bayern. Gab es da für dich vorher schon mal Berührungspunkte? Warst du schon mal hier? Ja, in der Zeit, als ich beim VfL Aalen gespielt habe, war ich natürlich öfter mal in München. Soweit war es jetzt dann auch nicht. Und ja, für mich war das schon ist eine wunderschöne Stadt hier. Also ich wusste schon, wo ich ein paar Orte rausfinden konnte, wo ich war früher. Und das war für mich natürlich auch schön. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Man hat es mir aber auch sehr einfach gemacht, muss ich sagen. Also ich bin sehr, sehr willkommen. Ich war hier sehr, sehr willkommen sofort. Und das war für mich natürlich dann auch toll. Sehr schön. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, aber unsere Fans haben natürlich auch noch jede Menge Fragen an dich und wollen schon noch ein bisschen den Jannik Deichmann löchern, nachdem er jetzt ja extra vom hohen Norden nach Bayern gewechselt ist. Und wir haben eine zweite Blue Box. Gut, lieber RV oder Zehner ist die Frage. Ja, also natürlich ist es jetzt eigentlich keine schwere Frage. Ich fühle mich natürlich ein bisschen heimischer im offensiven Bereich, freue mich aber jederzeit überall aushelfen zu können. Das ist für mich auch wichtig, dass man seinen Teil dazu beiträgt. Und ja, da wo ich jetzt benötigt werde, da versuche ich meine Aufgabe so gut es geht einzubringen oder meine Aufgabe so gut es geht zu lösen. Genau, das war die erste Fanfrage. Genau. Aber noch eine? Ja, ich mache immer klar Schiff. Die zweite ist, wieso 1860 und was ist anders bei den Löwen als beim VfB Lübeck? Naja gut, also ich glaube, ich brauche gar nicht so viel dazu sagen, weil also dieser Verein hat so viel Tradition, das glaube ich, merkt man jetzt so extrem, wenn die Fans auch wieder da sind. Das ist, glaube ich, für jeden Fußballer einfach ein geiles Gefühl, reinzukommen ins Grünwalder und ja, für mich ist das absolut Gänsehaut. Ich habe da so was von Bock drauf, immer aufzulaufen und deswegen genau für so welche Momente spielen wir ja auch Fußball und für so welche Momente kommt man auch gerne. Ui, was ist denn hier passiert? Ich glaube, es ist nach unten gefallen. Jetzt glaube ich, ist uns der Kaffee. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gehört. Also, oder? Oder es gehört so, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Normalerweise nicht vom verstehen. Wasserdampf sollte das ja hochgehen. Ich glaube, Das trinken wir lieber nicht. Da bin ich voll und ganz bei dir und nachdem wir hier in unserer wunderschönen 60er-Alm sind und hier sogar eine Kaffeemaschine steht, würde ich sagen, boah, dann holen wir uns lieber den von der Maschine.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall besser, ich glaube, als das, was wir hier gebraut haben. Im allerersten Löwen-Magazin in dieser Saison warst du zu sehen mit so einem aufgekrempelten Ärmel hier, ein großes Löwen-Tattoo. Liebe geht unter die Haut, heißt es bei uns Löwen immer. Wie kommst du zu dem Tattoo? Also ich meine, das hattest du ja schon, bevor du ja nach München gekommen bist. Ja, das ist mein Sternzeichen. Ich bin Löwe, ich bin im August geboren und genau, das habe ich schon ein bisschen länger. Passt natürlich super. Als Löwe jetzt bei den Löwen zu spielen, da kommt er dann vielleicht zusammen, was zusammengehört. Also. Das passt cool, ja. Wir haben noch eine Blue Box für dich, und zwar ein kleines Willkommensgeschenk. Ach, das ist ja süß. Sogar passend. Ein Perfekt. Hundehalsband. Wie Schön heißt blau. Er oder sie? Das ist Carlos, für Carlos. Der freut sich bestimmt riesig. Vielen, vielen Dank. Ein blaues Band. Was ist das für eine Rasse? Das ist eine französische Bulldogge. Ah, okay. Genau. Noch ein bisschen kleiner momentan, das ist wirklich ein Winzling. Deswegen muss ich das, glaube ich, noch ein bisschen kleiner stellen. Aber echt, tausend Dank, sehr, sehr lieb. Ich freue mich sehr. So, jetzt gehen wir rein und überraschen wir Yannick nochmal sauber. So, servus miteinander. Aber Gleiche, du denkst, es ist jetzt vorbei, gell? Ach, herrlich. Aber jetzt geht es erst richtig los, du. Servus. 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 Die Fans, die haben sich noch was überlegt für dich als besondere Challenge. Ui, da bin ich mal gespannt. Darfst du mal aufmachen? Ja, schauen wir mal genau rein. Ich glaube, ich weiß schon, worum es geht. Du kommst ja aus dem hohen Norden, gell? Und die Fans, die wollten wissen von dir, was das genau, was das für Karten sind. Das sind Karten fürs Schafkopf, hä? Ja, die sind beim Schafkopf auch dabei, aber das ist ein bayerisches Wappen. Das ist das Wattenspul und das sind die drei Griechen, also die drei Kritischen. Ah, okay. Und erklär dir kurz, wer die sind, und dann frage ich die morgen oder so nochmal ab, ob du das merken kannst. Also das ist der Orchelzimmer, das ist der Sorch, dann der Schellenzimmer ist der Welli, und das ist der absolut beste Mann in dem Spul, das ist der Maler, der Maxi, der Herzkönig. Okay, das ist der Herzkönig, das kann ich mir am besten merken. Genau, ja. Aber Maler kannst du auch dazu sagen, oder Maxi? Maxi. Maxi. Schorch. Wie? Schorch. Sorch. Sorch. Spitz. Spitz. So oder so. Spitzi. Welle. Maler. Nee, Herzkönig. Ja, okay, passt. Perfekt. Perfekt. Morgen frage ich dich nochmal ab und dann schauen wir mal, ob du das gemerkt hast. Machen wir das. Vielen Dank. Janik, dass du da warst, du darfst gleich da bleiben. Okay, Marius, ich bleib da, ja. Wir können gleich unten warten. Danke dir und bis bald auf Giesings Höhen. Ja, servus, danke. Servus. Ciao, ciao. Ciao, servus. Und auch für dich haben wir uns natürlich ein bisschen was überlegt. Eine kleine Challenge, ein paar Fragen von unseren Fans und wie sich Marius da geschlagen hat. Das seht ihr in unserer nächsten Folge von der Blue Box. Bis dann. I'll never surrender.